Aha und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft und damit auch willkommen zurück zu unserer Pirateninsel, auf der wir uns gerade befinden, Leute. Und bevor ihr jetzt alle in die Kommentare schreibt und fragt, sag mal, Easy, was ist mit dir los? Hast du ein neues Mikrofon? Du klingst heute so anders. Nein, Leute, kein neues Mikrofon. Ich bin krank. Ah. Ja, nicht zu nah ans Mikro gehen. Ich meine an die Kopfhörer, sonst stecke ich euch noch an, wenn ich niese. Nein, alles gut, Leute. Ist nicht ansteckend. Ich übertrage keine Computerviren, damit das klar ist. Es geht mir auch relativ gut. Ich bin nur ein bisschen erkältet. Und von daher habe ich ein kleines bisschen Probleme beim Sprechen und klinge nicht ganz so wie normal. Aber davon wollen wir uns unseren Alltag auf der Urlaubsinsel natürlich nicht vermiesen lassen. Hi, Schinken, mein kleines Schwein. Guten Morgen erstmal an dich. Das Ding ist, ich will dir nicht zu nahe kommen, sonst stecke ich dich noch an. Von daher halte ich mal ein bisschen Abstand hier. Ich frage mich gerade, wo Larry ist. Wollen wir mal nach Larry schauen, wie es dem so geht? Oh mein Gott, und Pia und Mia waren noch eine ganze Weile nicht da. Haben die irgendwas gemacht oder sowas? Ich glaube nicht. Leute, in der letzten Folge waren wir ja auf einer fliegenden Insel sozusagen. Da waren wir auf so einer richtig, richtig gigantischen fliegenden Insel mit einer riesigen Stadt, die da irgendwie gestanden hat und so. Ach, natürlich falle ich ins Wasser. Natürlich falle ich ins Wasser. Es reicht nicht, dass ich erkältet bin. Nein, ich muss auch noch ins kalte Wasser hier. Na, ist eigentlich ganz warm hier. Wir sind ja schließlich an so einer tropischen Insel. Da haben wir jedenfalls auf so einer quasi fliegenden Insel waren wir da mit einer riesigen Stadt. Und da mussten wir einbrechen, um dann zu dem Wastezone zu gelangen. Das ist uns auch gelungen. Das Besondere dabei war, dass wir mit diesem komischen Jungen da zusammen waren. Ja, der hat uns da quasi mitgenommen. Und uns diese Insel gezeigt und hat uns da geholfen. Und jetzt sind wir quitt, hat er zumindest gesagt. Ich weiß nicht genau, wie er das meint. Wahrscheinlich, weil wir ihm aus dem Nether geholfen haben oder sowas. Jedenfalls sind wir jetzt quitt und können unser Leben jetzt weiterleben. Und ganz normal hier weitermachen auf unserer Pirateninsel. Übrigens habe ich heute mein Piratenoutfit an, weil ich dachte, das sieht ganz nice aus. So, jetzt lass uns mal nach Larry schauen. Larry, tut mir leid, ich bin hier den ganzen Tag am Quatschen. Larry? Larry? Wo ist Larry? Larry? Hallo, warte, ich kann ihn mit Keksen locken. Larry liebt Kekse. Jeder liebt Kekse. Wir alle lieben Kekse. Liebt ihr Kekse? Wenn ihr Cookies liebt, dann schreibt mir mal Hashtag Cookies in die Kommentare, ja? Hashtag Cookies in die Kommentare jetzt. Einfach mal einen dicken Hashtag Cookies rein. Aber nur, wenn ihr Kekse mögt. Wenn ihr Kekse nicht mögt, wer mag eigentlich keine Kekse? Wenn ihr Kekse nicht mögt, schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Ja, das würde mich mal interessieren an der Stelle. Übrigens suchen wir gerade Leute für ein Team. Da könnt ihr euch gerne mal bewerben. Das ist ein Team, wo ich mit drin bin. Und wir brauchen da für ein Projekt und so weiter ein bisschen Unterstützung. Also wenn ihr ein paar interessante Talente habt, was Support und Moderation und Development und so weiter angeht, könnt ihr euch da bewerben. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. So, und jetzt wollen wir mal nach Larry gucken, ob wir Larry hier irgendwo finden. Der muss doch, so weit kann doch dieser kleine Vogel gar nicht entfernt sein. Wie, der konnte ja noch nicht mal fliegen, oder habt ihr Larry jeden fliegen sehen? Ich habe Larry, glaube ich, noch nie fliegen gesehen. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht auf der Hauptinsel? Aber wie ist der denn da rübergekommen, hier über die Seerosen köpft? Ah, du möchtest easy! Ich kann doch nicht schon wieder reinfallen auf der letzten Seerose. Was soll denn das? So, jetzt lass uns mal schauen. Schinken, hast du irgendwo? Oh, warte. Was ist denn los? Schinken, hast du Larry? Larry, was machst denn du da hinten? Alles okay? Hä? Junge, hast du zugenommen? Larry, was ist denn los? Leute, Larry ist gewachsen. Larry ist gigantisch. Ich glaube, Larry ist erwachsen geworden und kann fliegen. Hi, Larry. Komm, setz dich auf meine Schulter, ja? Setz dich mal auf meine Schulter. Dann willst du nicht auf meine Schulter sitzen. Ey, der Vogel ist ja fast so groß wie ein Adler. Guckt euch den mit diesen dicken Papageien mal an. Der ist ja riesig. Guckt euch mal an, wie groß der ist. Oh mein Gott. Warum sitzt du eigentlich auf dem Briefkasten rum und nicht in... Ist da was drin? Bist du mein Postpapagei? Hast du etwa die Post für mich geholt und da reingelegt? Da ist wirklich ein Brief. Oh, danke, Larry. Hast du gut gemacht. Larry hat uns einen Brief mitgebracht. Ja, dann gucken wir mal rein, hä? Buch und Feder und eine Karte. Oh, cool, eine Karte. Wo die wohin führt. Na, werden wir gleich sehen. Lesen wir erstmal diese kleine Geschichte hier, die hier drin stehen wird. Und zack. Oh nee, das ist nur... ich habe gerade versucht, meine Karotte zu lesen. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Also, liebe Inselbewohner, mein Name ist Leo von der Bieneninsel. Es hat sich ein Vorfall ereignet, der aufgeklärt werden muss. Daher bitten wir jeden um Hilfe, der dieses Schreiben hier liest. Derjenige, der uns hilft, darf unseren... Ah, warte, darf unseren was, Waystone benutzen. Wir hoffen auf Unterstützung. Leo von der Bieneninsel. Wir dürfen den Waystone benutzen? Das ist doch...
Neil! Larry, ich muss kurz zur Bieneninsel. Das ist wahrscheinlich die Karte, die uns dahin führen wird oder so. Larry, danke für die Post. Ist richtig nett von dir. Ich pack den ganzen Kram mal hier rein, damit die Karte nehme ich auf jeden Fall mit. Leo können wir uns, denke ich, merken von der Bieneninsel. Und dann mache ich mich mal kurz auf den Weg, Larry. Und du kannst ja, keine Ahnung was machen, dich um Schinken kümmern oder sowas. Du kannst ja Schinken fressen und so, ne? Viel Spaß dabei. Nein, bitte nicht fressen. Oh, da fliegt er wieder davon. Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ganz geschwind auf den Weg zur Bieneninsel. Das sieht doch so aus, als könnten wir hier richtig sein, oder? Die Bucht? Ich glaube schon. Lass uns mal schauen. Ja, nice, da sind wir auch schon auf der Karte. Perfekt, okay. Hier sind wir richtig. Das ist die Bucht, in die wir hin müssen. Ja, perfekt. Warte, da liegt schon ein Boot. Da liegt schon ein grünes Boot. Okay. Ja gut, würde ich sagen, ich glaube, wir nehmen lieber unser Boot mit, oder? Ach, komm schon! Ja, da haben wir dich. Ich nehme es einfach mal mit, bevor das hier noch geklaut wird oder sowas. Glaube ich zwar nicht, aber wir gucken mal, wo wir hier sind. Es sieht aus, als wären wir hier in so einem kleinen Dorf oder so. Oh, guckt mal hier! Was machen die denn hier Schönes? Die machen hier, glaube ich, so Öle und so Sachen und Honig aus den Feldern da. Da ist jemand. Warte, wir können sie vielleicht fragen. Da ist ein kleines Mädchen, die pumpt gerade Wasser ab oder so. Hallo, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich zu Leo komme? Schau doch auf das Schild. Oder kannst du noch nicht lesen? Hä, du kannst selber noch nicht lesen. Mann, was soll denn das? Warte, Schild. Ach, da ist ein Schild, stimmt. Da geht's zum Strand. Links geht's zur Stadt. Okay, dann gehen wir mal links zur Stadt. Der Leo wird bestimmt in der Stadt sein. Oder wo auch immer. Oh, Karotten. Hier sind Karotten drin. Und Zucker! Ja, lecker! Die können wir auch mitnehmen. Dann wollen wir mal schauen. Hier sind so eine Felder, aber die sehen irgendwie so ein bisschen verwuchert aus. Also, da wächst nicht so viel, oder? Da wachsen ein paar von diesen gelben Blumen. Aber wirklich verhältnismäßig wenig, würde ich sagen. Na gut. Trotzdem würde ich jetzt mal gucken, wo dieser Leo ist. Hallo? Junge, was hat er denn für ein Schnauz? Hallo, Sir. Guten Tag. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich Leo finde? Ja, Leo? Ja, den hat's hier mal gegeben. Ach, wirklich? Ja, den gibt es auch jetzt noch, ja. Ja, okay, dann können Sie mir vielleicht sagen, wo der ist, ha? Huh? Ja, der ist in der Nähe vom Markt, nicht wahr, ja? Ach so, danke. Danke. Da solltest du mal langschauen, jo. Jo, mach ich. Jo, freilich, mach ich das. Was ist mit den Pferden los hier? Die haben hier nur so wenig Platz, ja? Jetzt sag ich auch schon die ganze Zeit, jo. Wie der Dude da vorne mit... Oh, Junge, was hat der da für eine Glatze? Der hat so eine Halbglatze. Ist ja witzig. Okay, lass uns mal gucken. In der Nähe vom Markt soll der Leo sein. Also der uns den Brief geschrieben hat. Den Brief habe ich natürlich nicht eingesteckt, ne? Das ist so typisch. Guck mal, da ist schon ein freies Pferd. Und da sitzt gerade jemand. Leopold. Leopold? Könnte das Leo sein? Eigentlich schon. Da oben ist jemand. Ich hab's gesehen. Hallo. Oh, schönen guten Tag, Sir. Oh, er hat hier Honig stehen. Oh, noch ein Gast. Wie schön. Du bist sicher meinem Schreiben gefolgt. Ja, das könnte man so sagen. Eigentlich bin ich der Karte eher gefolgt. Wenn man so will. Nun dann, willkommen auf der Bieneninsel. Wir produzieren den besten Honig der Welt. Der Welt, ja? Ja, beziehungsweise unsere fleißigen Bienen. Leider gibt es da in letzter Zeit ein Problem. Komm mit. Oh, okay. Wo wollen wir denn? Was will er mir zeigen? Ich glaube, er will irgendwas oder sowas. Na gut, gehen wir mal schauen. Das ist der Markt. Also hier in der Nähe sollte er sein. Junge, was ist mit dem los? Was hat der für komische Augen? Das ist unser Markt. Die ganze Welt kommt zweimal die Woche vorbei, um unseren guten Honig und unser Rapsöl zu kaufen. Habe ich mir doch gedacht, dass es Rapsöl war. Oh, pass auf, dass sie dich nicht umläuft. Die Nachfrage ist enorm, aber wir können das Angebot nicht mehr bedienen. Hey, Theo! Erzähl mal, was los ist! Theo? Ist das Theo? Hi, Theo! Summ. Theo, kannst du mir sagen, was los ist? Summ. Theo sagt nur Summ. Theo kann nichts anderes sagen. Können Sie mir vielleicht sagen, was los ist? Oder Theo ist ein bisschen... Naja, der Theo ist ein bisschen speziell. Sprich am besten kurz mit Theo dort vorn. Warte, du heißt... Was?
Das ist Leo, das ist Theo und das da ist Theo oder was? Bist du auf dem Hinweg an Rapsfeldern vorbeigekommen? Ich warte dort auf dich. Die Frau rampelt hier alle an. Was stimmt nicht mit der? Kann ich nicht gerade auslaufen? Ja, ist gut, dann treffen wir uns an den Rapsfeldern. Ich rede da nochmal kurz mit, warte, Theo? Theo? Wer ist denn das jetzt? Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich bin Theo und ich betreibe hier einen kleinen Stand. Ja, das sehe ich. Wenn du etwas kaufen möchtest, muss ich dich leider enttäuschen. Okay, wieso das denn? Wir haben momentan Schwierigkeiten mit der Lieferung. Mit der Lieferung? Ich habe schon gehört, dass dir irgendwas gerade schief geht. Ja, irgendwas mit dem Raps stimmt nicht. Vielleicht gehst du am besten mal selbst nachsehen. Okay, irgendwas mit dem Raps stimmt nicht. Dann gehe ich mal selber schauen. Gute Idee. Wir gehen mal gucken, was der Leo gerade macht. Ist der jetzt Leo? Jetzt bin ich verwirrt. Der eine Typ mit Eo am Ende. Genau. Der hat ja gesagt, der wartet an den Rapsfeldern auf uns. So, dann wollen wir mal schauen, wo der hier gerade, da ist er doch. Ist er das? Ist er? Doch, das ist er. Hi. Er macht hier gerade, glaube ich, die Felder. Das sieht echt nicht so gut aus. Unverändert. Die Saat scheint einfach nicht bestäubt zu werden. Ah, da bist du ja. Ja, hi. Ich bin da. Also, die Saat scheint nicht bestäubt zu werden. Aber wieso denn nicht? Komm, ich will dir noch was zeigen. Okay, dann gehen wir wieder und gucken, was hier noch so los ist. Sind das alles so Ölgläser hier, glaube ich? Oh, Achtung, Bienennester. Bienennester? Echt jetzt? Okay. Ich habe übrigens letztens ein Video hochgeladen auf meinem neuen Channel Easy. Da habe ich echt eine Biene gefüttert. Das könnt ihr euch mal anschauen. Sucht mal nach dem Easy-Channel. Einfach Easy eingeben und vielleicht noch Biene dahinter auf YouTube. Da könnt ihr dann ein richtig cooles Video darüber sehen, wie ich eine Biene fütter. Das war so cool. So, hi. Oh Gott. Warte, das sind ja richtige Bienen. Was ist denn da los? Das sind unsere Bienen. Sie verhalten sich komisch in letzter Zeit. Okay. Die sehen ja ganz schön komisch aus. Die haben so einen Stachel. Sie scheinen verängstigt zu sein und haben sich unter der Erde zurückgezogen. Ihre Nester im Westen haben sie verlassen. Ihre Nester im Westen haben sie verlassen? Kannst du herausfinden, was passiert ist? Vielleicht gelingt es uns dann ja wieder, sie zurückzubringen. Ja, ich kann mal nachschauen, was los ist im Westen. Warum nicht, ne? Die haben sich hier neue, so eine kleine Nester gebaut. Beziehungsweise groß. Die sind ja nicht klein, die sind groß. Viel Erfolg! Okay, danke. Ich geh mal in den Westen nachschauen. Oh, er geht wieder aufs Feld wahrscheinlich. Wir können gucken, warum nicht. Also, sie hatten vorher irgendwelche Nester im Westen. Ja, Nester im Westen, nicht Wespe im Nesten. Und die haben sie verlassen. Und warum auch immer. Das ist eigentlich die Frage, warum sind die Bienen umgezogen? Warum sind die umgezogen? Es muss ja einen Grund dafür geben, dass sie ihre Heimat verlassen haben. Also gehen wir mal schauen. Hier ist halt nichts. Wo sollen die denn hier ein Nest gehabt haben? Hier ist ja nicht mal ein Baum oder so. Was meint ihr denn mit Nester im Westen? Wo soll denn hier ein Nest sein? Hier vielleicht bei den Bäumen oder sowas? Aber das ist voll nah dran. Das ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Das muss doch eigentlich ein Stück weiter weg sein oder sowas. Ich verstehe das nicht. Wo könnte das sein? Oh Gott! Was ist das denn? Hallo? Hallo? Ich wusste es! Das ist der Junge! Was machst du denn da im Feld? Bist du halt auch unterwegs zu den Nestern? Ja, ich bin auch gerade unterwegs zu den Nestern. Als ob, warum kriechst du hier so rum? Ich dachte mir schon, es könnte zum Problem werden, dass ich dir geholfen habe. Was denn für ein Problem? Was laberst du überhaupt? Hä, wovon sprichst du? Kannst du mal Klartext reden? Was willst du hier eigentlich? Du willst auch zu den Nestern. Warte, wo waren die jetzt nochmal? Hörst du das? Wovon sprichst du? Hör ich was? Doch, irgendwas höre ich, glaube ich. Habt ihr das auch gehört gerade? Ich bin ein bisschen verwirrt. Woher kommt dieses Summen? Ah, ich hasse Insekten. Ich dreh durch. Ich glaube, es kommt von da drüben. Von hier, ne? Habe ich nämlich auch gedacht, dass es von hier kommt. Warte mal, lass uns mal gucken. Wir setzen uns mal ins Boot. Kommst du mit rein? Jetzt wollte ich dich gerade Theo nennen oder Leo oder Meo oder keine Ahnung wie.
Nee, er heißt Jake. Jake ist das, genau. Komm mit ins Boot, wir gucken mal. Wow, deine Haare passen ja farblich brillant zu meinem Boot. Gut, das ist trotzdem mein Boot. Ist okay. Okay. Was zum Kuckuck ist das da vorne? Guck mal, da sind so eine riesigen Nester. Die sind ja gigantisch. Was ist das, Jake? Guck mal, da vorne. Sollen wir da hingehen? Sind das vielleicht die Bienennester? Ey, Junge, das ist echt heftig. Wenn das die Nester sind, wo die vorher gewohnt haben, das ist ja ein gigantischer Riesenbaum. Die Bienen waren doch gar nicht so groß, oder? Lass uns mal gucken. Nein, mein Boot! Ah, ich wollte es mitnehmen. Ich will mein Boot nicht verlieren. So, komm schon. Zack, okay, da haben wir es. Gehen wir mal schauen. Aber hier sind keine Bienen mehr. Oder seht ihr irgendwo eine Biene? Vielleicht sind die da drin, das könnte schon sein. Aber irgendwie... weiß ich nicht. Hast du irgendwas gesehen? Jake, Jake, da ist eine Biene. Jake, da ist eine Biene! Ah, was ist das denn für ein Biest? Oh mein Gott, siehst du, wie groß die ist? Oh mein Gott, was? Ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Oh nein, diese monströse Killerbiene hat die Honigbienen wohl verscheucht. Ja Mann, die hat wahrscheinlich jeden auf diesem Planeten verscheucht. Was ist denn das für ein Vieh? Können wir uns da ranwagen? Was machen wir jetzt? Wir müssen sie vertreiben. Wie, wir müssen sie vertreiben? Wie soll ich die denn vertreiben? Hallo Biene, ich bin Easy. Hi, hast du jetzt Angst vor mir oder was? Niemals, was machen wir? Warte, ich kann... Wir könnten sie vielleicht locken. Du machst das schon. Ich mach das schon. Wahrscheinlich. Ja, ich mach das dann mal. Biene? Hallo? Ich komme in Frieden. Nicht weggehen. Also doch, das wollen wir ja eigentlich. Aber ich habe hier Zucker für dich. Ich habe... Ja, ja, hier ist Zucker. Guck mal. Du kriegst ein Stück Zucker, wenn du jetzt mitkommst. Okay? Guck mal hier. Hier ist ein Zucker für dich. Komm, hol ihn dir. Da... Ah, Biene! Nein! Nein! Hör auf damit! Nein! Jack, die Biene! Jack, die Biene! Ah, sie greift mich an! Oh. Oh. Ja. Ja. Das kann man natürlich auch machen. Ha! Blödes, hässliches Ding. Na dann komm, lass uns mal zurück ins Dorf. Jack, du hast eine Biene getötet. Ja gut, es war eine Killerbiene. Die war schon ein bisschen... Unwissender! Du wagst es, eine Biene anzugreifen? Angriff! Wie Angriff? Wer redet da gerade? Ich habe... Ah! Warte, was? Jake, du... Oh mein Gott, da sind Bienen, die ihn angreifen. Nein, als ob, wo kommen die her? Warte, kommen da jetzt noch mehr? Sind hier noch mehr Bienen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass mich jetzt keine angreifen oder sowas. Jake, wir müssen weg von hier. Es sind immerhin keine Killerbienen mehr da. Ja, es sind... Okay. Nein! Das sind Jahrhunderte! Oh mein Gott! Jake, wir müssen schnell von hier weg! Warte, wo? Nicht da reinlaufen! Warte, doch! Da ist ein Waystone! Oh oh! Oh oh! Nein, jetzt sind sie hinter mir her! Oh nein! Ich muss zum Waystone kommen, aber die Bienen sind hinter mir her! Jetzt schnell rein! Komm schon! Warte! Und? Jake, Alter! Was war das, Junge? Da waren gerade einfach eine riesige Horde Bienen hinter uns her. Aber wir haben es geschafft, ja, wir haben es geschafft. Ich nehme an der Stelle trennen sich unsere Wege wieder. Du bist ja immer sehr darauf bedacht, hier als Erster durch zu sein mit allem. Von daher, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, an der Stelle gehe ich dann auch mal nach Hause und, warte, hat er schon... Warum versteckt er sich da hinter der Mauer? Was macht der da? Ich habe keine Ahnung. Ich reise jetzt auf jeden Fall mal hier zurück zu unserer kleinen Insel. Und ich würde sagen, Leute, das war's dann mit unserer kleinen Folge hier von Minecraft Fan. Wie gesagt, wir suchen gerade Leute, die in Support und Development uns unterstützen können bei einem richtig coolen Projekt. Also schaut mal in der Videobeschreibung rein, wenn ihr da irgendwas Besonderes könnt oder sowas. Könnt ihr euch da beteiligen? Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta!